Hallo, ich bin Gerald von Steambo und im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie man unseren roten Laser idealerweise einschießt, ohne dass das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ohne dass das zu einer frustrierenden Sisyphusarbeit wird. Hier in der deutschen Version möchte ich gleich mal beginnen mit einem Batteriewechsel. Den haben wir letztens bei dem Video zur Montage nicht gezeigt. Vielleicht wichtig ist, um die Lasereinheit inklusive Schalter aus der Armbrust zu nehmen, muss ich nicht die beiden Magazinhälften auseinandergeben, ja? Sondern es genügt vollkommen, wenn ich vorne diese vier Schrauben etwas entlaste, also nur so ein bisschen aufschraube, dass sie einfach nicht mehr unter voller Spannung sind. Und dann kann ich die Lasereinheit nach vorne einfach herausziehen. Der Schalter natürlich mit den beiden Füßen, die da wegstehen, der kann nicht heraus. Um den Schalter einzubauen, also für die Erstmontage des Lasers, muss ich die Magazinhälften komplett separieren, auseinandergeben, Deckel runternehmen dafür und dann kann ich diesen Schalter einbauen. Nur für die Lasereinheit ist das nicht notwendig. Der Laser hat dieselben Batterien wie vorher. Die sind unter der Bezeichnung AG13 oder LR44 bekannt. Sind alkaline Batterien, gibt es im Prinzip überall, sind international sehr weit verbreitet, sind auch sehr, sehr günstige Batterien. Und wir liefern da halt so ein Dreierstreifen mit. Die Batterie muss man stapeln und dann hier in die Armbrust geben. Ich mache mir das so, dass ich es gern sozusagen draufstelle und dann hinüberziehe. Das heißt, ich muss sie mir so geben, wie ich sie dann nachher drin haben will. Verkehrt herum sozusagen, sodass ich nachher den Pluspunkt unten habe. Das heißt, den Pluspunkt muss natürlich unten liegen. So. Ich stapel sie mir da einfach übereinander, mache mir so einen Batterieturm. Das geht relativ leicht. Dann stecke ich den Laser einfach drüber, ziehe es mir zur Tischkante, gebe da meinen Finger drunter und dann habe ich die Batterien alle da drinnen, ohne viel Aufwand. Schraube den Schalter drauf. Und dann habe ich einen schönen roten leuchtenden Punkt. Und den setze ich mir dann vorne wieder ein. Schau auf die richtige Orientierung. Das habe ich im Montagevideo gesagt. Sind hier zwei Schrauben drauf. Und gegenüber der Schrauben ist eine silberne Platte. Dahinter ist die Feder, die in die Richtung drückt. Und idealerweise stellt man sich jetzt eine Schraube so, dass sie ganz nach oben zeigt oder ganz nach unten. Und die andere ist dann 90 Grad versetzt. Und dann habe ich eine schöne Höheneinstellung und eine Seiteneinstellung. So. Wenn ich das in der richtigen Position habe, muss ich die Schrauben alle nur noch festziehen. Vorsicht, festziehen heißt nicht mit aller Kraft anknallen. Also einfach so mit zwei Fingern, dass sie fest sind. Man spürt dann eh, wenn sich die Schraube nicht mehr drehen lässt, dann auf Anschlag ist und dann einfach nur noch sein, wie man auf Wienerisch sagen würde, ein Äuzel mehr, so ein bisschen mehr, einfach, dass da der Laser schön fest montiert ist. Und wie macht man jetzt dieses Einschießen idealerweise? Also mein persönlicher Zugang ist, man schaltet sich den Laser ein. Idealerweise montiert man sich die Armbrust vorher auf einen Lower, also den Upper vorher auf einen Lower, auf dem, mit dem ich dann auch sozusagen schießen werde. Ich stecke das jetzt einmal nur auf die Compact drauf, passt natürlich auf jede unserer Armbrüste. Ich schalte mir den Laser ein und dann schaue ich da oben über Kimme und Korn, wo denn ungefähr der rote Punkt jetzt landet, ja? Und der rote Punkt müsste, wenn ich das über die Zieleinrichtung schaue, in Verlängerung von der Zieleinrichtung sehen. Und in meinem speziellen Fall ist jetzt der rote Laser links unten, ja? Das heißt, ich muss schauen, dass ich den Punkt etwas höher bekomme. Das kriege ich hin, indem ich diese obere Schraube aufmache. Ja, dann ist sozusagen weniger, dann ist der Anschlag, den die Schraube bietet, weiter weg und der Punkt kann weiter nach oben. Das kann ich idealerweise auch machen, während ich die Armbrust da halte. Das ist, ich stecke mir davon den Schlüssel rein, ich sehe eh ungefähr da. Und wenn ich jetzt da drehe, sehe ich, dass der rote Punkt nach oben wandert. Ja, genau. Und jetzt habe ich ihn ein bisschen zu weit links, aber schon auf der richtigen Höhe. Damit ich jetzt in die andere Richtung komme, hier habe ich die Schraube auf der Seite. Das heißt, um weiter hinüberzukommen, muss ich da hineindrehen. Und auch das kann ich im Prinzip machen auf der Armbrust selbst. Das heißt, ich stecke mir den Schlüssel rein, ich schaue da drüber und ich drehe so lange, bis es perfekt passt. Und jetzt, wenn ich sehe über Kimme und Korn, naja, okay, ich bin schon ziemlich gut am Punkt, ich verdecke mir den Laser, wenn ich ein bisschen nach oben gehe, ist er genau drüber. Jetzt weiß ich, dass es in der Theorie stimmt. Jetzt würde ich die Armbrust mit Pfeilen beladen, einfach mal schauen, wo mein Streukreis landet und vielleicht noch ein bisschen ein Feintuning machen. Aber im Großen und Ganzen war das der gesamte Prozess des Lasereinstellens.
Gut, das war jetzt mal alles, was es zum Thema Laser einstellen, einschießen des roten Lasers zu wissen gibt. Vielleicht relevant ist auch, dass der rote Laser aktuell nur auf die AR6 passt. Also das ist sozusagen, bis wir unsere taktische Front rausbringen, ein Feature, das ganz ausschließlich der AR6 vorbehalten ist. Braucht man den roten Laser? Jein. Ja, also es ist natürlich ein nettes Gimmick. Es ist sehr nett, wenn man nachts irgendwie was zielen möchte und es komplett finster ist, weil der rote Laserstrahl weder die Nachtsichtfähigkeit der eigenen Augen beeinträchtigt, noch besonders arg in der Umgebung zu sehen ist, was beim grünen Laserstrahl ganz anders ist. Der hält alles, man verliert sofort seine Nachtsichtfähigkeit. Man kann natürlich einen Laser auch immer nutzen, um die Ecke zu schießen, aber das sind natürlich alles sehr, sehr theoretische Vorteile und ich würde sagen, zahlt sich sicher nicht aus, deswegen unglücklich zu sein, wenn auf der M10 zum Beispiel der Laser nicht passt oder wenn ich aus einem Land komme, wie zum Beispiel Deutschland, wo ein Waffenlaser nicht zulässig ist. Da, wo es erlaubt ist, da, wo es geht, ist es ein lustiges Spielzeug und da, wo es nicht erlaubt ist, wird es vermutlich niemanden abgehen. Ich denke, wenn man mal sozusagen den Laser eingeschossen hat und eingestellt hat, hat man eine weitere Option, wie man sicher gehen kann, dass man im Ziel landet. Aber der rote Laser ist auch die langsamste Art und Weise zu zielen. Also wann immer man ein bisschen Übung investiert, ich empfehle sowieso, dass man damit einfach eine gewisse Routine bekommt, ist man so natürlich im Ziel, dass man diesen roten Laser gar nicht braucht. Und für, wie gesagt, für den Fall, dass ihr diese Spielerei doch haben wollt, wisst ihr jetzt, wie man es einbaut, wie man das Batterie wechselt und auch wie man entsprechend den Laser einstellt. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit unseren Produkten, sicheren Umgang wie immer und bis bald. Wiedersehen.